Locked and loaded und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Daisy. Tut mir leid, dass die letzte Folge, beziehungsweise am letzten Samstag, nichts gekommen ist. Aber wir hatten Probleme mit der Aufnahme. Und jetzt sind wir wieder da. Und wir sind hier wieder mal in Kamishoro. Ich habe das Gefühl, das sage ich öfter. Und wir, damit meine ich Katsu und mich. Hallo. Hi. Ja, ihr seht vielleicht, wir haben ein bisschen zusammengesammelt. Wir sind gar nicht mehr so scheiße equipped. Jeder hat, glaube ich, zwei Waffen. Ich glaube, du hast auch zwei, ne? Ich glaube, ja. Aber die eine ist noch nicht befüllt. Okay, du hast kein Magazin dafür. Gut. Ja. Verstehe. Wir haben leider auch keine Taschenlampen. Was natürlich sehr praktisch ist. Naja, schon. Ich habe ja eine auf dem Kopf. Aber da sind keine Batterien drin. Granate. Nee, Batterie. Nee, Flashbang. Cool. Hier liegt was. Ein Magazin für BM habe ich die nicht. Ja. Die 73 RK hast du. Ja, ich habe da noch mal ein Magazin für gefunden. Ich mach dann mal die Tür zu. Ach, oh, entschuldige. Die andere auch. Was haben wir denn hier? Stunbaiten wahrscheinlich wieder. Ja, toll, den habe ich schon. Oh Mann, das bringt doch alles nichts. Ich will eine Taschenlampe. Aber die sind so selten, glaube ich. Ich gehe mal nach oben. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Naja. Schön ist was anderes. Was ist das denn? Ein alter Militärhelm. Hier scheint einer gewesen zu sein vor kurzer Zeit. Du, warum bist, ist die, du bist das, ne? Hör zu. Ach ne, die geht gar nicht auf. Entschuldigung. Wo hier ist die Waffe, die ich habe? Hier sind Patronen für eine gute Frage. Für eine Rifle. Oh, cool. Ja, habe ich unten auch gefunden. Mehrere. Die würde ich mitnehmen, falls wir ein IZH oder sowas finden. Ja, ich habe ein IZH, aber eine Shotgun. Ja, oder eine Rifle halt. Wenn wir eine Rifle finden, irgendwas. Das ist halt immer sehr praktisch. Und die werden wir wahrscheinlich öfter noch finden und dann sagen, oh, wir haben keine Munition dafür. Ja, dann gehe ich gleich nochmal nach unten und hole die. Das ist eine gute Idee. Ich bin jetzt gerade aber erstmal auf dem Dach. Achso, bist du schon, okay. Ja, und hier liegt nochmal ein Tape und ganz viel Klamotten. Okay. Also dreimal eine Jacke. Und ein Schlüssel. Achso, für Handschellen. Handschellen, ja. Oder ist kaputt. Meine Handschellen brauchen wir eh nicht, wirklich. Was sagt denn die Anzahl der Spiel? Oh, ist ja nicht gerade viel. Wer denn? Oh, du hast dich mal umbenannt. Ist ja schön. Ja, ich heiße nicht mehr Test. Das ist schön. Aha. Sorry. Das ist okay. So. Hier waren welche. Ein Ding. Dann waren, glaube ich. Ist nur noch die
Oh, möchtest du eine Hose mit 6 Platz haben? Ja, wäre nicht schlecht. Ach, scheiße, die ist kaputt. Wo bist du denn? Hier beim Gitter, den Gittertür. So. Unterm Tisch hier. Ja, cool. Was habe ich denn für eine? Ich glaube, eine Vierer. Dachtest du zumindest, ist das letzte Mal. Ja. Eine Vierer. So, jetzt stehe ich in Unterhose hier. Okay, dann war es nur einmal, wo ich es gefunden habe. Weitergehen? Ja. Gut. Ach ja, so. Ja, wo gehen wir denn mal hin? Mal in Kamishovo. Ah, ist natürlich eine Ecke bis zum Airfield. Ich würde sagen, das können wir eigentlich mal machen. Na, durch den Wald ist scheiße beim im Dunkeln. Man nichts, ne? Zu zweit ist. Man findet sich nicht wieder. War nur schwer. Oh. Ich glaube, da war ein Spieler. Da kann aber auch ein Flimmern gewesen sein. Oh. Gucken, ob ich was zu trinken habe. Ja. Nein, habe ich natürlich nicht. Das war schlau. Du bist durstig. Doch? Wir sind gerade aus der Stadt raus. Ich weiß. Ich habe es aber auch jetzt erst gesehen. Genau wie gerade aus der Tür raus. Ich muss mal. Aha. Gerade auf der Autobahn. Ich muss mal. Schlimm bin ich gar nicht. Ich habe auch nicht von dir gesprochen, ich habe von allgemeinen Frauen geredet. Hey, nicht alle Frauen sind so. Das mag sein. Nein, ist Quatsch, aber... Ist halt trotzdem irgendwie... Irgendwie schon. Mal gleich mal ein Elektro. Kurz vor Elektro ist ein Brunnen. Okay. Also was heißt kurz vor Elektro? Wir müssen dann schon... Rein. Ja, rein nicht direkt, aber... Hinter der Fabrik ist es. Ach Mensch, Leute. Das war was auf den Unstable-Servern, ey. Das war richtig genial. Da hatte ich hier 300% mehr FPS, also mindestens. Da hatte ich hier teilweise bis zu 50, 60 FPS, wenn keine Häuser da waren oder nichts. Und jetzt wieder das, ey. Ich freue mich so auf dieses Update. Wenn das endlich öffentlich ist auf den Servern. Ah, geil. Leuchtet da rechts was? Im Wald? Nee, das ist ein Stück Hügel. Okay. Scheint so angestrahlt. Mhm. Kann ja vom Mond kommen, der irgendwie nicht da ist. Hey, das ist der kleine Wagen. War ganz klein. Oh. Der ganz kleine Wagen. Das ist der Einkaufswagen. Da. In der Richtung oben.
Okay. Man kann sich ja hier nach den Sternen orientieren, aber... hätte ich jetzt nicht so die Lust zu. Wie gesagt, ich habe einen Kompass dabei. Ja, das ist auch nicht schlecht unbedingt, aber... Momentan brauchen wir den noch nicht. Ich würde ja gerne mal wieder zum Airfield. Zum großen Airfield. Vielleicht ist bis dahin auch wieder Tag. Wollen wir ja mal hoffen, dass es mal langsam wieder Tag wird. Ja. In der Nacht echt schon irgendwie auf dem Sender. Es ist zumindest nicht so dunkel, wie ich es gedacht hätte. Also auf den... da ist was. Da ist ein Spieler mit Taschenlampe. Da hinten. Da hinten, wo ich das Licht eben gesehen habe, bei dem Hügel. Da ist ein Spieler mit Taschenlampe. Kannst du sehen, wie er... mal. Ich habe mich gerade in den Busch gestellt. Der ist ja beim Hügel halt da hinten. Habe ich eben die Taschenlampe rum flattern sehen. Also nicht bei dem, wo es so hell ist, sondern hier vorne direkt. Da ist gerade Licht durch die Bäume. Wo bist du? Ach da. Ungefähr da, wo du hinzählst. Ich sehe da auch irgendwas aufflackern, aber ich weiß genau, nicht. Ja, genau. War eben auch. Hatte ich auch eben. Wenn wir es gleichzeitig haben, dann ist das Taschenlampe. Das ist kein Fehler, wenn wir es beide sehen gleichzeitig. Okay. Deswegen, da ist ein... Nee, ich sehe da kein Licht flackern, sondern irgendwie so Bewegung, eher gesagt. Okay. Weil ich ziele gerade drauf. Ja, ich auch. Aber ich habe nicht so das Visier oder so. Wenn man jetzt das Spiel auf hell stellen würde, wäre es natürlich etwas einfacher. Aber das mache ich nicht. Meine YouTube rendert das sowieso wieder ein bisschen heller wahrscheinlich. Ich würde sagen, solange er uns in Ruhe lässt, lassen wir ihn auch in Ruhe. Ja. Dann hauen wir hier lieber ab. Kommen ja keine Schüsse oder so. Cool, du backst bei mir wieder. Du hast keine Laufbewegung. Okay. Ja, cool. Du schwebst. Dein Geist. Das sieht so lustig aus. Okay. Das mag sein, das weiß ich nicht. Sind hier auf dem Gelände nicht Zombies drauf? Hier eher selten. Eigentlich gar nicht. Wir müssen jetzt hier halt mal lang. Weil du hast ja Durst und ich habe jetzt auch langsam Durst. Und hungrig bin ich sowieso schon. Ich hab noch Reis dabei, wenn du brauchst. Ja, ich habe ja auch noch Cornflakes. Hügel. Ich bin direkt hinter dir. Ja, gut. Ah. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon das sein soll. Mal gucken. Erstmal den Weg lang gehen. Eigentlich noch am schnellsten.
Nicht, dass uns der jetzt gleich entgegenkommt. Ja, das fehlt noch. Man, ich denke mal nicht, dass der was hat, sonst hätte er uns wahrscheinlich schon angegriffen. Sonst hat er nichts Brauchbares. Außer eine Taschenlampe. Ja, etwas, was wir brauchen könnten. Ja, klar, das ist richtig. So, hier bei dem Haus müsste ein Brunnen sein. Ja, hier vorne. Steck die Waffe erstmal wieder zurück ins Inventar, sonst kannst du eh nicht trinken. Boah, alter Schwede, ey. So, dann haben wir es jetzt auch nicht mehr so weit, haha. Stimmt nicht. Also, was haben wir, Luftlinie? Könnte ich jetzt genau sagen. Von da, wo wir sind, bis zum Airfield, das sind Luftlinie. Ja, knapp 10 Kilometer. 9, ja gut, 9,3. Wir haben noch ein Stück vor uns. Geil. Ist normal, dass die Tür hier zu ist beim Haus? Ja, auf dem Server ja. Okay. Müssen wir hier gleich weiter oder durch Elektro durch? Ich gehe nicht durch Elektro durch. Also umgehen wir das Ganze? Ja. Gut. Ist sicherer. Du bist bald fertig. Und oh mein Gott, nicht du. So. So, ich bin jetzt hydrated. Ich auch. Deswegen. Ich will das Haus einmal mitnehmen. Dann nimm's mit, pack's ein. Hast einen großen Rucksack. Nee, das geht doch hier nicht auf. Geh mal auf da. Oha. Was, hab ich was denn? Das ist dunkel hier. Achso. Jo, kein Hunger mehr, gut. Also Essen brauchen wir auf jeden Fall wieder. Ja. Mehr. Wenn nur Reis und Cornflakes. Ist auch irgendwann mal alle. Da. Ah, Reis. Ja, nimm mit. Egal, ob es kaputt ist, ne? An sich schon, ja. Kriegt noch eine Jacke. Die kann ich nicht angucken. Eine oberste Etage. Oberste Etage. Okay. Weiter? Gut. Das Haus auch noch mit. Hier ist ein kleiner Schulrucksack. Nichts drin. Hier ist eine Trumpet. Was habe ich denn für eine? Was ist das hier für eine Munition? 5,45 und die braucht 22. Ja, das passt irgendwie nicht ganz. Kann ich ja drei auf einmal reinstecken. Da ist nichts. Okay, gehen wir weiter. Dann folgen wir dem Weg erstmal, würde ich sagen. Okay. Müssten wir ja rein theoretisch bei Staroya wieder raus. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Na, wir gucken mal. Nachdem, was wir in der letzten Folge ja nicht geschafft haben, zu Devil's Castle zu kommen. Mit viel Pech kommen wir da auch jetzt hin, aber das will ich gar nicht. Das wäre nämlich ein zu großer Umweg.
Tolle ist echt, dass man hier nicht viel sieht. Das ist echt toll. Das ist aber lustig, du bist dreifach so schnell wie ich. Dann sag, was? Hab ich jetzt. Visierst du an, oder was? Nein. Bleib mal stehen. Du visierst an. Nein. Drück mal Leertaste. Jetzt visiere ich an. Bei mir visierst du die ganze Zeit an. Drück mal Leertaste. Hab ich. Jetzt lauf mal. Solltest du schneller sein. Toll. Ja, wenn er die Waffe in beiden Händen hat und so, dann hat er halt das Anvisieren drin. Dann ist er langsamer. Oh. Oh, you want to eat something? Du hast gerade erst gegessen. Mann. Wäre auch cool, wenn wir irgendwo mal Feldflaschen finden. Feldflaschen? Ja, diese großen Flaschen. Ja, eine habe ich ja. Eine Dose Cola habe ich auch noch dabei, zur Not, aber... Ja, aber halt die mal lieber zur Not. Ja. Ich würde auch lieber am Brunnen trinken. Mir sicherer. Das war jetzt gar nicht mal so die beste Idee, hier lang zu laufen, diesen Weg. Wieso? Wir kommen gleich so oder so wieder auf die Straße. Warum gehen halt das Haus da unten? Na, vielleicht nicht die beste Idee, aber... Es ist doof, wir brauchen Tageslicht. Damit wir hier uns wiederfinden, wenn wir durch den Wald gehen. Es ist am Tag schon teilweise schwer, zu zweit irgendwo was wiederzufinden. Mein Gott. Du holst mich einfach. Warte mal. Hä? Was denn? Was denn? Ich hab was aufblinken sehen. Ach so. Oder ja. Okay. Ja, hier. Gegenüber direkt. Entweder war das jetzt einfach nur, dass es geladen hat oder nicht. Ich hab hier kein Aufblinken auf jeden Fall. Viele Spieler sind ja eigentlich nicht hier auf dem Server. Aber... Bist du hinter mir? Nein. Falsche Antwort. Wo bist du? Hier auf dem Weg noch. Okay. Wieso? Weil ich da runtergelaufen bin. Zu dem Fluss. Ich dachte, du wärst hinter mir. Hä, wie du bist runtergelaufen? Ja, zum Fluss. Da, wo du das Aufblinken gesehen hast. Einmal über diesen kleinen Hügel und dann runter. Fertig. Okay. Ja. Läufst gerade wieder hoch, ne? Ja, weil ich nicht weiß, wo du bist. Hier. Ach, da. Gut. Ich bin ja einfach gerade ausgegangen. So. Hm.
Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen wieder bei DayZ. Die Folge geht jetzt schon ein bisschen länger und vielleicht sind wir dann ja schon ein kleines Stück weiter und leben dann noch. Schon wieder so was wie eine Taschenlampe gesehen. Ich habe das Gefühl, das sind irgendwie Bugs. Aber es kann nicht sein, dass wir die beide sehen. Und ich spiele auf ein bisschen höheren Einstellungen als du mittlerweile. Ja, egal. Wir sehen uns übermorgen wieder. Haut rein, liebe Freunde, und ciao.